Lokführer werden, das wäre was. Auch mit 23 Jahren träumt François Xavier aus Donner noch davon. Bis es vielleicht mal soweit ist, begibt er sich auf Zeitreise. Zwischen Stellwerken und alten Loks lässt er die Geschichte wieder aufleben. Wenn ich sehe, was die Menschen mit bescheidenen Mitteln früher geschafft haben, sie waren wirklich mutig. Heute ist das anders. Sie brauchen dies oder das und dann beschweren sie sich noch. Die Alten haben sich nicht beschwert. Sie machten ihre Arbeit mit dem, was sie hatten. So zum Beispiel auf der Drehscheibe von Homburg, gebaut 1914. Kaum zu finden im Gestrüpp, die Natur hat in den Jahrzehnten des Stillstands wieder die Oberhand genommen. Doch für die Eisenbahnfreunde ist das hier ein richtiger Schatz, den es zu beschützen gilt. Fotografieren gehört dazu. Oh ja, ich mache nicht wenige Fotos. Man weiß ja nie, wenn ich morgen wiederkomme, ob die Drehscheibe dann noch da ist. Für die einen ist es Alteisen, für die anderen ein Stück wertvolle Industriegeschichte. Damit konnte man schwere Dampfloks drehen, damit sie immer mit dem Kamin nach vorne gerichtet fahren konnten, für Güter- und Passagierzüge. Eisenbahnfreunde in ihrem Element. 150 Mitglieder zählt der Verein Chemin de Fer des Trois Frontières, kurz CF3F. Stets im Clinch mit dem Schienennetzbetreiber Infrabel, der SNCB und den Gemeinden versuchen sie, das Erbe zu bewahren. Dass hier eine Anlage, ein Park, eine Infrastruktur, eine touristische Infrastruktur mit der Eisenbahn als Hauptaktivität. Die Eisenbahn, die wurde in Lüttich oder hier in der Gegend nicht nur eingestellt, aber die ist hier geboren bei Coquerel. Coquerel hat der erste Zug gebaut und die erste internationale Linie zwischen Lüttich und Köln 1844 ist unik, das ist die erste in der Welt. Also hier sind wir genau im Herzen der Eisenbahn und hier haben wir die Möglichkeit, ein wunderbares Projekt zu machen. Eine Art Freilichtmuseum für Bahnbegeisterte könnte entstehen. Das alles vor einer historisch authentischen Kulisse. Mit Originalgefährten aus den beiden Weltkriegen, mit touristischen Fahrten durch das Göhltal und mit Angeboten für die ganze Familie. Bis 2030 könnte es soweit sein. Für eine Anschubfinanzierung werden 1,5 Millionen Euro nötig. Wenn wir das nicht machen, sind wir die Blöden, weil in Deutschland, in Holland, haben alle Patrimonium-Projekte über Eisenbahn haben viele Kunden, viel Interesse und auch viel Geld. Aber hier findet man es zurzeit nicht. Wir glauben, wir können es finden. Dafür arbeiten wir. Doch immer wieder kommen den Eisenbahnfreunden in ihren Augen historische Bahnelemente abhanden. So geschehen in Raren und auch fast hier in Homburg. Als die SNCB diese Drehscheibe verkaufen wollte oder verschrotten wollte, haben wir sofort bei der Gemeinde gefragt, bei den Einwohnern, haben wir in einer Woche 2000 Unterschriften bekommen, um diese Drehscheibe zu schützen. Der Ton zwischen den Eisenbahnfreunden auf der einen Seite, Infrabel, SNCB und Gemeinden auf der anderen Seite sei oft nicht der richtige gewesen, gibt Louis Maret zu. Jetzt wolle man positiv an die Sache rangehen. Die Drehscheibe müsse gerettet werden. Nächste Woche wird ein Gericht in der Sache urteilen. Bis dahin darf François Xavier weiter träumen. Was ich mal selber machen möchte? Vielleicht eine Dampflok oder eine alte Dieselmaschine fahren. Ja, das ist ein Traum, der vielleicht eines Tages wahr wird. J'espère que je vais l'accomplir un jour.